in Potsdam schon mal angekommen. So, jetzt heißt es, das Tasten einladen. Und los geht's mit dem Tasten im Gepäck nach Lauenburg. Weitere 260 Kilometer. Endlich angekommen hier in Lauenburg. Jetzt treffen wir die Leute vom MDR und jetzt besprechen wir gerade, was wir so genau filmen. Da bin ich ganz aufgeregt. So, wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Natur haben zum Drehen und deswegen fahren wir jetzt erstmal an eine andere Stelle. So, wir haben ein Plätzchen gefunden und es geht hier ab am Deich entlang. Jetzt geht's aber ab. Elbe-Radweg, Hut ab. Bitte, lass ihn Berg runter. Fahr den Berg runter. Leute, da, das Tasten. Nummer schön. Hi. Wir sind an der Elbe, oder? Wir sind an der Elbe. In der Nähe von Lüneburg. Mit dem Tasten. Und sogar mit Helm. Jo, also im Öffentlich-Rechtlichen muss das natürlich sein. Und denkt dran, wenn ihr das dokumentiert haben wollt, unterstützt das Tasten. Genau, richtig. Wenn ihr einen richtig schönen Abenteuerfilm darüber haben wollt, wie wir 1200 Kilometer die Elbe runterradeln, dann immer reinbuttern. Bis später. Ciao. Das echt nicht geglaubt, dass dieser verdammte Gegenwind so extrem krass ist. Wir halten fest, der Julian lenkt und ich trete hier die ganze Zeit rein. Ja, bestimmt. Das ist extrem. Fast extremer als berghoch zu fahren, ey. Seht ihr die Schafe hier? Oh mein Gott, die kleinen Lämpchen. Oh Gott, ist das süß. Hey. Wir hatten eben kein Geld für ein Radio oder sowas, deswegen haben wir das Klavier genommen. Guck dir diesen schönen Hafen an. Andreas kann fliegen!